Ganz Deutschland diskutiert aktuell über eine Impfpflicht gegen die Corona-Pandemie. Auch der Bundestag debattiert über eine mögliche Einführung, und zwar über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und welche Alternativen gibt es? Insgesamt stehen 3 Wahlmöglichkeiten zur Auswahl. Die Ablehnung einer Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Und ein sogenanntes Impfschema, bei dem es eine Beratungspflicht geben soll. Welche Pros und Kontras gibt es? Das sind unsere Meinungen. Ich werbe bei verschiedenen Gelegenheiten für die Impfung. Es gibt derzeit keinen besseren Schutz vor schweren Covid-19-Krankheitsverläufen. Für mich und andere Abgeordnete sprechen insbesondere politische, juristische, aber auch praktische Überlegungen gegen eine allgemeine Impfpflicht. Zu viele Fragen sind ungeklärt. Wie häufig müsste man sich impfen lassen? Welche Variante gilt im Herbst und wie wirkt welcher Impfstoff dagegen? Wie setzt man das Ganze durch? Sehr, sehr viele Fragen sind weiter ungeklärt. In einem freiheitlichen Rechtsstaat und einer liberalen Demokratie darf sich der Staat nicht anmaßen, Menschen eine ärztliche Behandlung aufzuzwingen. Die Impfung ist unsere schärfste Waffe gegen das Virus. Eine dreifache Impfung schützt zuverlässig gegen schwere Verläufe, gegen Hospitalisierungen, gegen Aufenthalte auf Intensivstationen und gegen Todesfälle. Immer dann, wenn eine neue Corona-Welle auf unser Land zurollt, bleibt uns derzeit nichts anderes, als immer wieder über Einschränkungen nachzudenken, wenn wir unser Gesundheitssystem nicht an die Überlastungsgrenze bringen wollen. Ich finde, die allgemeine Impfpflicht ist das kleinere Übel als noch ein Pandemiewinter. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Grünen und der SPD haben wir ein Konzept entwickelt, um die Impflücke zu schließen. Der erste Schritt wäre natürlich Kompetenzvermittlung im Sinne einer verpflichtenden professionellen Aufklärung. Und sollten die Impflücken bis zum Spätsommer, im Herbst, im September nicht geschlossen sein, wäre hier eine notwendige Impfnachweispflicht erforderlich. 50 Jahre ist sehr evident, dass Menschen, die noch nicht geimpft sind, vermehrt auf der Intensivstation liegen. Und genau diese Überforderung des Gesundheitssystems wollen wir entgegenwirken. Für jeden Antrag gibt es also gute Gründe, die dafür, aber auch dagegen sprechen. Welcher Antrag sich am Ende durchsetzt, das entscheiden die Abgeordneten ganz frei nach ihrem Gewissen. Wie würdet ihr euch entscheiden?